So, sind ja schon so viele da. Dann starten wir einfach mal. Hi Mero, hi Aneris. Hi Frank, grüß dich. Mystica Angel, hallöchen. Und Julia Let's Plays, guckt auch mal rein. Tachchen, Tanja, hi. Schön, dass du schon Feierabend hast. So, Kaffee ist am Start, Teechen ist am Start. Wir machen so zwei Stündchen heute. Montag geht's dann weiter. Ich zeige euch gleich mal was. Ich habe heute nämlich schon ein bisschen mal Eisen gefarmt, allerdings nur 46 Stück oder so. Und da sind so ein paar Sachen passiert. Das Spiel stürzt doch immer noch regelmäßig ab. Also daran müssen wir uns gewöhnen, dass wir hier regelmäßig speichern. Passt mal auf. Ich zeige euch jetzt mal was. Es ist nämlich was ganz Krasses passiert. Ihr seht schon in meinem Inventar da unten sind auf der 8 sind so komische Fleischstückchen. Und zwar ist hier ein Alpha-Raptor gespawnt. Der hatte zum Glück nur Stufe 3 und ich habe es gerade so geschafft, den zu erledigen. Und der hatte nicht nur dieses Fleisch-Intus, sondern, guckt mal her, Leute, auch diese Sachen hier. Eine grüne Axt und eine grüne Armbrust. Finde ich super. Ich wollte mir heute eh eine Armbrust bauen. Dann hat sich das somit erledigt. Dann werden wir diesen Bogen mal hier rüber schmeißen. Jetzt haben wir die Armbrust. Geht die denn auch mit den normalen Pfeilen? Das muss ich jetzt erstmal checken. Ja, das geht. So, passt auf. Hinterm Haus steht ein Para. Wieso ist denn der da? Den habe ich hier direkt vor dem Haus gezähmt. Und mit dem habe ich Narkobären gesammelt. Komm mal her, Großer. Du gehst mal schön hier hinters Haus. So, da stellst du dich hin, da bleibst du. Wir haben jetzt allerdings keine Rüstung. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob wir uns irgendwie eine vernünftige Rüstung machen können. Ein paar Leute haben ja geschrieben, naja, ja, diese komische Chitin-Rüstung, die ist natürlich nicht geeignet für warme Gebiete. Was für mich eigentlich so, es ist in dem Spiel so, ne? Eigentlich ist es ein bisschen unlogisch, ne? Chitin ist ja eher sowas Kaltes, finde ich. Aber naja. So, Carsten, grüße dich. Manu Maus, hallöchen. Und 1003 QWA. Das ist schon wieder so ein schwieriger Name, aber schön, dass du da bist. So, wir haben jetzt eine geile Armbrust. Ich habe mit dem Para Narkobären gesammelt. Fleisch gibt es ja ohne Ende, Gammelfleisch. Deswegen guckt mal hier rein, Leute. Da läuft wahrscheinlich auch noch einiges durch. Haben wir hier schon Narkosemittel ohne Ende. Das bedeutet, ich werde jetzt nochmal Zeug farmen, um Pfeile zu craften. Und dann machen wir uns schon mal die ersten Narkosepfeile. Und jetzt haben wir, genau, ich habe mir schon mal Stahlwerkzeuge hergestellt. Eisenwerkzeuge. Ich nehme aber jetzt einfach die Axt, ne? Macht ja Sinn. So, passt auf, genau, ich wollte euch zeigen, hier drinnen müssten ein paar Barren durchlaufen. Die sind schon fertig, 46 Stück. Die schmeißen wir uns jetzt hier rein. Die haben wir schon mal safe. Und wir müssen heute unbedingt die Location ändern. Wir bleiben nicht hier. Hier ist einfach zu gefährlich. Ich habe einen coolen Tipp vom Frank gekriegt. Hi Knulp, hi Litchi, grüßt euch. Einen coolen Tipp vom Frank, wo es Eisen gibt und was sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Der Sache gehen wir dann heute nach. So, mal kurz ein paar Fasern und ich weiß gar nicht, was wir noch so brauchen. Feuerstein, ne? Feuerstein haben wir ohne Ende. So, Leute, alles klar. Ich hoffe, das reicht erstmal für ein paar Pfeile. So, Feuersteine müssten ja hier drin sein, genau. Dann Herstellung, Pfeile. Nur 10 Stück, was fehlt? Stroh. Stroh haben wir doch, oder? Jo, hier ist noch Stroh. Dann nochmal Herstellung. Und dann bauen wir uns schon die ersten Narkosepfeile, würde ich sagen. Ark konnte dich nie überzeugen. Ich finde es halt, es ist schon irgendwie, nein, es ist schon wieder abgestürzt. Es nervt halt, es nervt so fucking, das ist doch Mist, Leute. Alle 5 Minuten, jetzt haben wir wieder nicht gespeichert. Das bedeutet, wir können jetzt nochmal den kompletten Kack machen. So ein Mist. Bettina, grüß dich. Nee, Mero, der Plan ist, hi Michael, grüß dich. Der Plan ist, einen Floß zu bauen. Das hat mir der Frank vorgeschlagen, einen Floß zu bauen. Und da gibt es hier wohl gleich eine kleine Insel. Und da will ich hin. Da soll es auch keine feindlichen Tiere geben, feindlichen Dinos. Elora,
Elora. Du weißt schon. Schön, dass ihr alle da seid. Okay, also nochmal. Das ist doch Mist mit diesen Abstürzen. Jetzt habe ich vor allen Dingen. Oh, jetzt müssen wir nochmal tauschen. Okay. So, die hier raus. Die Armbrust rein. Ja, wir haben keine Rüstung. Das ist halt so eine Sache, ne? Oliver, grüß dich. Hi. Mitch Maniac auch dabei. Geil, Leute. So, dann hauen wir mal kurz noch Stroh. So, Fasern nehmen wir auch noch ein paar mit. Jo, alles fit soweit. Ist bei euch auch alles schön? Hier regnet es und regnet es. Es hört nicht mehr auf mit Regnen. Ist alles nur noch Schlamm. So, du solltest mal hinters Haus, Rosa. Ich gebe dir mal noch eins auf Gesundheit. Ja, da freust du dich, ne? Super. Speichern. So, nochmal die Eisenbahn. Nee, das war der falsche Knopf. Hallo, ich drück doch F. F wie friedlich. So, zack. Ich habe das Gefühl, das passiert immer, wenn man irgendwas craftet, ne? So, wir gucken mal. Feuersteine. Zack, Herstellung. 31 Pfeile. Dann nehmen wir mal das Narkosemittel noch mit raus. Können wir hier schon spalten? Ne, noch nicht. Müssen wir noch warten, bis es vergammelt ist. Und dann gucken wir gleich mal die Engramme durch. Oh oh, da rennt schon wieder irgendwas. Warum rennst du zu meinem Haus? Hau ab! Vor was haust du überhaupt? Vor was rennst du weg? Ich hab Angst, Leute. Da hinten ist ein Raptor oder sowas, ne? Okay. Bisher ist noch alles safe. Ich mach mal eben ein paar Narkosepfeile. Da sind sie. 71 Stück. Danach machen wir uns noch normale Pfeile. Fasern. Nein, ist schon wieder abgestürzt. Ey, es ist so nervig, Leute. Das scheint aber irgendein Problem mit den Pfeilen zu sein, ne? Das ist richtiger Rotz, ey. Leute, für 40 Euro und die kriegen es nicht hin, das zu fixen. Da könnte ich mich nur aufregen. Das ist eine große Schweinerei. Muss man ehrlich mal sagen, Leute. Aber es scheint ja tatsächlich irgendein Problem mit den Pfeilen zu sein, ne? Es passiert jedes Mal, wenn ich Pfeile craften will. Mann, 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 Mann. Aber zum Glück ist man ja immer schnell im Spiel wieder drin. Ist halt nur ärgerlich, wenn du nicht gespeichert hast und den Kack wieder von vorne machen musst. So, nochmal. Ah ne, Pfeile laufen, ne? Oder? So, nochmal speichern. Also, passt auf. Die Insel, die ist irgendwo da drüben. Ich bin mir halt nicht sicher, weil der Frank schrieb, ich müsste mit dem Floß dann ganz schnell anlegen, weil dort irgendwelche großen Sachen sind, die mir das Floß kaputt beißen wollen. Ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken, dass wenn wir jetzt mit guter Ausrüstung, was heißt gute Ausrüstung, aber die Armbrust, die ich hier gefunden habe, die will ich halt nicht gleich wieder verlieren, dass wir dort voll vor den Sack kriegen. Hinter jedem Baum lauert der Tod, ja, das stimmt. Vielleicht sieht man die Insel auch von hier schon. Jetzt steht da natürlich die ganze Zeit Pfeile, ja. Da kommt irgendwas Weißes runter. Schauen wir uns auch gleich an. Die muss irgendwo dort hinten sein, diese Insel. Geil wäre es natürlich, einen Flugsaurier zu haben, aber habe ich heute Morgen schon versucht, einen zu zähmen. Also irgendwas stimmt da nicht. Es ist anscheinend kein Fisch, was die brauchen, diese Petras.
Wenn da jemand Informationen hat dazu. Ich habe den nicht gezähmt gekriegt. So, okay. Spiel speichern. Jetzt haben wir 71 normale Pfeile. Was fehlt denn hier? Fasern schon wieder. Wie viel Fasern braucht denn der für Pfeile? Das gibt's ja wohl nicht. So, und dann wollte ich noch die Engramme durchschauen, ob wir uns irgendwie eine bessere Rüstung machen können. 4. Was fehlt dann wieder? Stroh. Oh, ey. Mach mich nicht fertig spielen. Nimm's dir doch einfach. Und Zeit, dass wir hier eine Pull-Mod installieren. So, da kommen 100. Schnell speichern. Bevor es wieder abkackt. So, wir gucken die Engramme durch. Das Ding ist auch bald unten, denke ich mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier wollte ich gucken. Engramme. So, das ist alles freigeschalten. Zündpulver könnte man ja eigentlich auch schon machen, ne? Bringt ja die ganze Zeit ein Level. Ach so, ich wollte mal gucken, dass das Fleisch spalten. Hersteller. Nee, hier. Stapel teilen, alles aufteilen. Na, die Rüstung, ja, du musst halt schon, ja, das Richtige finden. Da bin ich halt auch noch nicht so gut darin. Aber ich habe ja auch euch als Hilfe. So, Zement können wir auch schon mal freischalten für später. So, das haben wir, ne? Schießpulver. Wartet mal, Schießpulver, brauchst du Zündpulver und Holzkohle. Gib mir mal die Steine. Was sind die jetzt hier? Nee, Mann. So, da läuft's erst durch. Im Minutentakt, Oliver. Oh, das ist nicht gut. So, wartet, nochmal speichern. Apollonis Senolopa. Da die nur langsam fressen. Ja, genau, das habe ich irgendwie festgestellt. Die fressen halt irgendwie total langsam. Jetzt habe ich ja Narkosemittel ein bisschen machen können. Das ist gut. So, was wollte ich jetzt? Ach Mann, warum drückst du denn immer die Scheiße? Sorry, Leute. So, wir gucken mal durch, ob es hier irgendwie eine geilere Rüstung gibt. Pelz können wir nicht, haben wir nicht. Die Armbrust machen wir schon mal frei. Oh, hier die Pike, ne? Macht Schaden 100%. Das ist gut. Wasserglas können wir auch schon mal freischalten. Wir haben ja genug. Die ganzen Sattel machen wir jetzt auch schon. Eine Bärenfalle, sehr gut. Handschellen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Metallsichel. Oh, das ist gut. Die braucht 18 Metallbarren, aber wir schalten sie schon mal frei. Große Bärenfalle, sehr gut. Brauchen wir auch später alles. So, hier eine Rüstung 32. Ist jetzt nicht so viel, ne? Wenn ich hier irgendjemand überlesen soll, sagt Bescheid, schreibt mit Caps Lock rein. Hi Rieke, hi Holger. Wer auch immer von euch beiden das ist. Revolver, Flinte können wir ja schon mal freischalten. Munition können wir freischalten. Da brauchen wir aber, wie gesagt, dann Eisen ohne Ende. Revolver. So, die Chitinrüstung haben wir. Aber ich finde jetzt hier kein Chitin mehr. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Was wäre denn hier? Eine Flakhose. Da brauchst du halt dann Metallbarren. Die hat halt eine richtig hohe Rüstung. Und ist für das Gebiet ja eigentlich optimal. Pass mal auf, wir schalten die mal frei. Wir haben ja 46 Barren da. Lass mal kurz schauen. Rüstung. Metall. Also im Prinzip könnte ich schon mal Schuhe, Mütze. Was haben wir denn hier? Wartet mal. Was fehlt denn uns? Mütze haben wir, Hose haben wir. Das bedeutet Hände, Füße und Rumpf wäre gut. Nochmal. Metall, Hände, Füße, fehlt uns gerade Leder, aber Leder habe ich ja eigentlich zur Genüge hier, wartet, holen wir uns rüber.
Füße. Was war's noch? Rumpf, ne? Ja, cool, können wir ja alles herstellen. Schnell speichern. Okay, Apollonis, dann probieren wir das mal demnächst. Raptor ist noch nicht drin. Was meinst du mit Raptor ist noch nicht drin? So, also rüber, rüber, rüber. Hände. Füße. Und Oberkörper. So, dann haben wir jetzt einen Rüstungswert von, wo sind wir? Ich sehe es schon wieder nicht, ich bin blind. 400. Können wir denn noch die Hose und die Mütze machen? Rüstung, Metall. Ja, guck mal, wir können doch alles machen. Und dann wenigstens die Hose. Für die Mütze reicht es dann nicht mehr. Ja, geil, da sind wir doch schon mal gut gerüstet. Ich mach mal weiterhin auf Gesundheit. Das hat mir nämlich echt vorne den Arsch gerettet. Ach so, und wir wollten dann dort mal. Ah, jetzt klinge ich ja auch wie so ein Mettler. Geil. So, wo ist es hier? Geil, Leute! Nein, wieder abgestürzt. Oh, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Ich will doch einfach nur mal 5 Minuten am Stück spielen. Was ist denn daran so schwer, liebe Entwickler? Tausend Stunden PvE-Erfahrung. Ich hab noch gar nichts. Ich hab, das Einzige, was ich hab, ist, hinterm Haus steht ein Para, den ich zum Narkobären-Farmen genutzt habe. Boah, ey, das nervt. So, nochmal. Was war es? Hose. Was wollte ich jetzt? Oh, ne, Rumpf hatten wir, ne? Hose brauche ich. Bin ich denn nur blöd? Hose, genau. Da läuft sie. Dann gehen wir schnell looten. Zack. Zack. Und speichern. Ja, geil. Jetzt ist das Ding weg, ne? Habe ich zu lange gebraucht oder ist das weil... Na, ich habe, glaube ich, zu lange gebraucht. Na gut. Jetzt das Floß. Wir schalten jetzt das Floß frei. Kann ich den Para mitnehmen aufs Floß? Weiß das einer? Dragstar, grüße dich. Floß. Da ist es, Holzfloß. Es braucht 125 Fasern, 75 Leder und 250 Holz. Dann müssen wir noch Holz holen. Leder haben wir hier. Ich würde mal das ganze Narkosemittel mitnehmen. Beziehungsweise hier nochmal welches herstellen. Stück. So, da haben wir hier die 100. Euer Level verfügbar. Ich gehe weiterhin auf Gesundheit. Ich fühle mich damit gut. Auf neutral. Warte, da muss ich erstmal wieder gucken. Einstellung, Keyboard. Folge mir. Alle passiv. Wo steht's? Wo ist neutral? Hä? Alle aggressiv? Alle folgen mir? Wo finde ich denn das? Gibt es kein neutral? Folge mir?
Also doch auf Passiv. Okay, Passiv ist. Jetzt finde ich es Passiv nicht mehr. Alle aggressiv, alle folgen mir. Da, alle passiv. F6. Gut. Einen Server weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Bei mir ist ja immer das Ding mit der Zeit, ne? Ich habe immer so ein Zeitproblem. Was machen wir mal bei dem? Ich gebe ihm nochmal eins auf Gewicht. Bola, müssen wir denn jetzt noch irgendwas mitnehmen? Ja, die Metallbahn, die restlichen. Achso, ne, wir haben ja gar keine mehr. Wir haben ja gar keine mehr. Das bedeutet. Ich gucke nochmal alles durch, Leute. Ich gucke lieber nochmal alles durch. Das können wir alles farmen drüben. Aber um zu reparieren, wäre eigentlich das hier gut. Und Leder habe ich ja. Hier war jetzt auch nichts weiter drin. Ah ja, ich habe hier mal so eine Kapsel gelootet. Da war hier dieses ganze Bauzeug drin. Das ist jetzt halt nicht so viel. Nö, dann ist das eigentlich soweit okay. Narkosemittel wäre halt noch gut. Dass wir das alles am Start haben. Haben wir jetzt 130 Stück erstmal. Das reicht. So, hoffen wir mal, dass wir ungeschadet da drüben ankommen. Es wird natürlich jetzt auch gerade wieder dunkel. Hier war auch noch irgendwo ein Terry, der mir hart auf den Sack ging. Da, guckt mal, dort, wo das blaue Ding leuchtet. Diese Insel, diese. Also, wenn das die ist, die der Frank meint, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber dort soll es angeblich keine bösen Tiere geben. Und, achso, warte mal, kriege ich dich von hier? Ist der jetzt auf Passiv? Bestimmt, ne? Jetzt da vorne sind nur Paras. Okay, Leute. Kurz absteigen. Hier sind zwei Paras, die mir den Rücken frei halten. Ich hole mir kurz Holz. Ja, da ist der Terry. Ich hab's gewusst, Leute. Scheiße. Geh mal ein bisschen hier hin. Huang Shao, grüß dich. So, wie viel Holz haben wir? Ah ja, das reicht. Da war ich in Staffel 1 schon mal. Okay. Es ist natürlich dieser blöde Terry dort so. Genau dort, wo ich ihn gerade nicht haben möchte. Los. Ah. Fasern fehlen jetzt. Und doch noch ein bisschen Holz. Ey, das ist mir hier gerade zu unsafe, jetzt im Dunkeln rüber zu marschieren, ne? Auch keine Fackel. Aber ja, gut. Ich kann gerade mal nicht auf den Chat gucken. Ich bin hier hochkonzentriert, Leute. Ich habe echt Angst, dass ich hier verkacke. So. Fasern. Paul, grüße dich. Aus Essen. So, haben wir jetzt genug? Kann ich bauen, bitte? Herstellung, Floß. So, wo ist der Terry? Also wäre schon geil, wenn wir irgendwie das Floß dorthin bauen. Guck mal ganz kurz, kriegt man das hier hin? So, Floß ist fertig. Hau das auf die 7. Ist das jetzt auf der 7? Ah. Hä?
Und ihr meint, den kriege ich jetzt hier drauf? Den Para? Wir probieren's. So. Geil, Leute. Alt, Spiel speichern. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass jetzt nicht irgendwas kommt, was unser Floß zerrammeln will. Ja, stimmt, ich erinnere mich, Meru. Ich erinnere mich. Hier war ich wirklich in meiner ersten Staffel damals schon. Ja, geil. Aber hier waren doch eigentlich keine irgendwelche Wale, die uns das Floß kaputt machen, oder? So, ich will tatsächlich nicht riskieren, deswegen landen wir gleich hier drüben rechts. Alter. Wie geil. Wir sind da, Leute. So, Para. Komm, mein Guter. Du kriegst gleich was zu tun. Oh, ist es nice. Können wir denn schon aus Stein bauen? Na, ist ja egal. Hier ist ja, wenn hier nichts Böses ist, dann ist es ja wurscht. So, Leute. Jetzt gucken wir erstmal wieder in den Chat. Jan, grüße dich. Hi. Die Wale kommen, wenn ich länger mit dem Floß unterwegs bin. Ah, okay. Gut zu wissen. So, du kriegst nur einen auf Gewicht. Pronto-Themen und alles abfarmen. Mero, ich bin doch kein Ark-Profi wie du. Ich krieg das nicht hin. Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen. Beziehungsweise, du bleibst mal hier stehen. Dir kann ja nichts passieren. Wer hat denn jetzt hier gekackt? Habe ich jetzt in meine Ritterrüstung gekackt oder was tut? Ey, lass mich doch mal vorbei, Großer. Also, wir haben ein neues Level. Zwei sogar. Geil. Jetzt müssen wir erstmal Eisen finden. Der Frank hat gesagt, hier gibt's Eisen. Oh, was bist denn du? Niedlich. Ein Fiomi-Dingsi. Bumsi. Aber wo ist denn hier das Eisen? Also bisher sehe ich noch kein Eisen. Gunder, hi. Stell dich doch da oben auf den Berg. Welchen Berg? Hier ist ganz schönes Gerammel, ne? Stimmt, damals habe ich hier hinten hier gebaut, ne? An diesen Baum. Wir gucken mal auf den Berg oben drauf. Irgendwo muss ja hier Eisen sein. Irgendwo muss hier Eisen sein, sprach das Schwein. Obwohl, wir können uns vielleicht doch erstmal das Ding da hinten abholen. Das ist ja hier gleich. Und ein Bett müssen wir bauen. Unbedingt. So, was gibt's denn hier vom Papa? Was ist das? Oh, guck mal, wir haben Pelz. Fundament aus Stein brauche ich jetzt nicht unbedingt, obwohl wir nehmen es halt mit, ne? Stimulanzien. Okay. Ist das hier Eisen? Das ist Eisen, oder? Sieht nach Eisen aus, Leute. Ja. Ist tatsächlich Eisen. Geil. Hi, Glocki, hi, Corrigan. Ich muss schon ein bisschen aufs Gewicht achten. So, 31 Eisen haben wir schon mal. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir jetzt am besten? Schon wieder da unten, ne? Oh, hier ist alles so voller Dschungeldickicht, irgendwas. Wenn die Ausdauer nachgibt. Das Problem ist, ich habe hier irgendwie von Anfang an habe ich anscheinend Schwierigkeitsgrad leicht gewählt. Ich habe keine Ausdauerprobleme. Ich kann unendlich rennen. Ich kann einfach unendlich rennen. Ich habe keine Ausdauerprobleme mehr.
Deswegen packe ich jetzt hier immer alles in Gesundheit und so. Aber es ist für mich nicht schlecht, ne? Ist für mich echt nicht schlecht. Ne, dann würde ich sagen, baue ich wieder hier hinten drinne, oder? Ist doch am geilsten dort bei den Bäumchen. So, was brauchen wir da? Erstmal die zwei Steinfundamente. Können wir ja schon mal setzen. So. Zack. Zack. Da kommen dann unsere Schmelzöfen drauf. Und jetzt, ja. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Alter, du machst mir ein bisschen Angst. Ne, Herstellung. Was brauchen wir hierfür? Fasern. Wir sammeln erstmal. Sturz Milan, grüße dich. Riege, ich hab dich doch vorhin schon begrüßt. Riege, Holger. Wer auch immer von euch beiden das ist. Du passt nur nicht auf, das ist das Ding. Wir brauchen Holz und Stroh. Jetzt kriegen wir alles zusammen. Wir müssen nur aufpassen, dass unsere Werkzeuge jetzt nicht so schnell kaputt gehen. Dass wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. Ich mache jetzt erstmal bloß eine kleine Hütte, wa? Wir übertreiben nicht. Ah, ihr kennt mich. Ihr kennt mich ja. So, also hier wird der Ofenbereich. Das bedeutet... Genau, hier kommen dann Wände, hier kommen die Öfen drauf. Ja, wir müssen erstmal farmen, nützt nichts. Und dann gehen wir es langsam an. Ich wollte damals auf der Insel einen Anki zählen. Okay. Coole Sache. Ist mir das gelungen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der Anke. Oh Gott, hier ein Gepolter. Polter die Polter, sprach der Holger. Ich hab ja niemand vergessen. Die Rieke, die hört nur einmal nicht zu. So sieht's aus. So, der wird da... Den müssen wir dann beseitigen dort. Okay, also hier kommen die Schmelzöfen hin. Hier ist der Eingang. Dann machen wir... Genau, pass auf. Machen wir hier einmal noch drei hin. Zack, zack, zack. Ja, und jetzt Wände. Wände ohne Ende. Oder machen wir drei. Mal hoch machen. Ja, dann machen wir noch drei. Was fehlt uns denn eigentlich immer zu unserem Glück? Holz haben wir. Das Stroh fehlt uns, ne? Fasern haben wir auch. Wir brauchen einfach nur Stroh. Yo, wir brauchen Stroh. Sorry, Leute. Ich bin happy, dass wir jetzt hier sind, in Sicherheit sind. Und erstmal in aller Ruhe. Stimmt, immer speichern. Uns anpassen können. Na, guck mal, jetzt stürzt ja das Spiel zum Beispiel nicht ab. Also das kommt anscheinend nur, wenn du irgendwas craftest. Wie Pfeile oder so. Gut. Ah, jetzt wird es doch gleich hell, Leute. Oh, Alter, hau mal hier ab. Das ist doch furchtbar, was du hier treibst. Das wackelt alles. Konnte man das nicht... Och, wartet mal. Konnte man das nicht einstellen? Einstellen, Keyboard. Ah, wo macht man das? Bei erweitert? UI-Vibration ist aus.
Ah, hier Vibration. Aus. Vibriert trotzdem. Du Arsch. Ich schieße dich gleich ab. Ich schieße dich gleich ab, mein Freund. So, noch drei so eine Dinger. Und dann machen wir Wände ohne Ende. Hä, ja, der Doc Tendo nicht gesagt, dass wenn man hier ein Fundament setzt, dass dann das Unkraut verschwindet? Das verschwindet doch gar nichts. Ich habe bei Doc Tendo in so einem Video reingeguckt und da meinte er, dass wenn man hier Fundamente setzt, verschwindet das ja eigentlich. Das verschwindet gar nicht. Komisch. So, jetzt ist es weg. Jetzt müssen wir nur noch das Unkraut da hinten. Wir haben gleich ein Gewichtsproblem, aber egal. Wir ziehen es jetzt durch, Freunde. So, das sind unsere ersten Wände. Also, hier mache ich dann keine Fenster hin, sonst raucht uns die ganze Zeit. Oh, jetzt habe ich irgendwas gegessen, das wollte ich natürlich nicht, aber ich meine, Essen ist ja auch ganz gut. Sonst raucht es uns die ganze Zeit in die Hütte, ne? Hier kommt eine Dürre rein, wartet. Genau. Ja, es wird halt diesmal eine etwas, eine nicht so freundliche Hütte. Dann machen wir hier ein Fenster und hier ein Fenster. Das muss reichen an Fenstern. Jetzt kommen hier einmal wieder Wände rein. Wieso habe ich das eigentlich mal drei gemacht? Kriegt man doch wieder Probleme mit dem Dach, oder? Was fehlt uns wieder? Stau. Nee, haben noch alles. Jetzt fehlen uns Herstellung. Ja, wir können doch noch. Wie viel brauchen wir noch? 1, 2, 3. Drei Wände. Cool. Ja, es hat halt wenig Fenster diesmal. Und dieses Unkraut hier muss weg. Das stört. Neo, grüße dich. Ja, den Pronto mache ich gleich weg, Leute. Alter. Der Kaffee ist gleich alle, Leute. Einen Zaun können wir dann später noch machen. Ich lasse mich jetzt auch nicht hier von dem Pronto ärgern. Okay, ist halt ziemlich laut, ne? Oh, ey, diese blöden Büsche hier. Sag mal, wie konnte man denn eigentlich Strukturen reparieren? Weil bei mir waren heute Morgen zwei Raptoren im Haus. Die haben da ein bisschen gewütet. Jetzt. Nee, hier noch. Warte, das müssen wir auch noch. Alter, was ist denn hier noch los? Der lässt auch anderes Fleisch fallen, okay. Zack, zack, zerab. Jetzt habe ich aber drei gebaut, da komme ich ja gar nicht. Ja doch, das geht, passt auf. Brauchen wir noch zwei Wände. Und dann die Dachschrägen. Ach nee, es gibt ja gar nicht so eine Ecken. Uns fehlen ja so eine Ecken, ne? Ist ja hier gar nicht wie Balkonen. Das ist ja blöd. Wartet mal. Gibt es hier sowas wie diese Ecken als Abschluss da oben? Na, sonst bauen wir hier einen Flachdach dann drauf. Ja, so machen wir das.
So. Und hier machen wir dann halt eine Bahn Flachdach. Da brauchen wir jetzt 6 Stück. Was fehlt uns dann? Schon wieder Stroh. Gut, ich gehe mal Stroh organisieren. Was hier los ist? Gibt's ja wohl nicht, ey. Frank, guck mal, wo ich bin. Nee, ich meine nicht Schrägdach. Ich meine so eine Ecken, die du jetzt quasi hier oben drauf machst. Wie bei Conan Exiles. Also die dann da sind. Achso, Stroh wollten wir holen. Ja, hier ist ein Alarm auf der Insel. Das ist der Wahnsinn. Und hier ist das Flachdach, ne? 1, 2, 3. Ja, dann kommt halt ein Flachdach rein. Ist ja egal. Frank, klar, kannst du mir einen Tipp geben? Achso, ich brauche noch so ein Schrägdach für Treppe. Jetzt haben wir die Hütte schon mal zu. Jetzt bauen wir uns schön viele Kisten. Speichern, ganz wichtig. Und so Lampen wären geil. Wartet mal. Engramme, wie heißt denn das? Fackel. Wandfackel, da. Was brauchen die? Zement habe ich nicht. Metallbarren. Nö, dann nehmen wir lieber Standfackel. Standfackel. Machen wir 4 Stück erstmal. Hier ist doch aber gar kein Metall. Oder ist das hier Metall? Das ist doch normaler Stein. Hier ist doch kein Metall. Hä? Du sollst die Fackel setzen, du Blödmann. Mir ist kalt. Warum ist mir denn kalt? So, Stapel teilen, halbieren, Fuffi, Feuer. Fuffi, Feuer. Nochmal kurz Holz holen. Nö, FPS ist stabil. Noch irgendwo im Baum. Ja, du stehst halt scheiße. Geh mal da raus aus dem Baum. Ja, der Baum ist gar nicht da. Das ist ein Grafischbug. Ein Grafischbug. Ja, auf dem Berg. Aber meinst du... Hä, was ist denn hier? Dann hauen wir die Kacke hier weg. So, als so Hütte steht, jetzt müssen wir nur noch Schmelzöfen bauen. Dann müssen wir... Naja, wir gucken mal. Also hier sind auch stabile 60 FPS. Alles gut. Die brennt, die brennt. Stapel teilen, halbieren.
So. Kiste. Beziehungsweise kann ich denn schon eine etwas größere Kiste machen? Wie heißt denn das dann wahrscheinlich? Truhe? Nee, auch nicht. Wie heißt denn die bessere Kiste? Weiß das einer zufällig? Erstmal Schmelzofen. Der braucht Steine. Steine waren mit der Axt, ne? Ja. Schrank. Holgi, da bist du ja wieder. Okay. Immer schon den ersten bauen? Ne, fehlen immer noch Steine. Oder fehlen ja aber noch richtig viele Steine. Jetzt jeder für sich. Erste läuft. Für den zweiten fehlt mir dann bestimmtes Leder, ne? Ja. Alter, das ist doch voll krass, was ihr hier macht. Als nächstes wäre die Werkbank sinnvoll, ne? Und warte mal, ich gucke erstmal, was ein Schrank kostet. Schrank, da ist er. Ne, ist ein Kühlschrank. Wie heißt denn das nur? Das gibt's doch nicht. Kühlschrank will ich jetzt aber nicht. Ich guck so durch. Werden es schon finden. Ja, Kompostbehälter, ne. Sieht noch aus wie eine Kiste. Large Storage Box. Ah, okay. Das hier, ne? Das ist das Richtige, oder? Herstellung. Ah, fehlt uns nochmal Holz. Wir gehen nochmal Holz farmen. Und Leder gibt es da hier ohne Ende. Räucherofen. Ja, machen wir alles später. Jetzt machen wir erstmal die wichtigen Sachen. So ein Räucherofen ist doch jetzt gerade nicht so wichtig. Der Bücherschrank ist nur für Baupläne, okay. Oh, wie süß. Oh, was sind denn das für komische Knüppelsteine hier? Bis 15 Uhr ist geplant, Vespa. Dann ist der Mittagsschlaf meiner Tochter vorbei. Auf den ich heute verzichten muss. Nur für euch, Leute. Normalerweise machen wir ja immer zusammen alle Mittagsschlaf. Aber die Dinosaurier, die haben nach mir gerufen und haben gesagt, Beutel, komm zu uns. Wir wollen dich verspeisen. Und die Zuschauer somit beglücken. Also den Schrank können wir jetzt schon mal bauen. Den ersten. Was fehlt jetzt für den zweiten? Gut, haben wir schon mal zwei Schränke. Alessandro, grüß dich. Grippe im Bett. Oh, das ist aber auch nicht so gut. Dann gute Besserung. Aber hier bräuchten wir dann nochmal so eine Steinfundamente.
Sonst bin ich unglücklich. Okay, der erste Schrank. Ist der richtig rum? Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hier hinten an dem Ding? Sieht man nicht. Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hier hinten? Ich schätze mal, das ist vorne, oder? Nee, das ist ja nur der... Das ist ja der Bücherschrank, oder? Scheiße, Leute. Wartet mal. Oh, wieso geht denn jetzt die Blaupause nicht weg? Warum ist das hier verpackt? Tatsächlich. Naja, sieht aber schick aus. Scheiße, Leute, es ist nicht das. Okay, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Engramme. Wood Foundation. Grabstein. Butterdruck. Leinwand. Ich weiß es nicht, Leute. Ach, okay. Na gut, jetzt habe ich ihn zerstört. Das heißt, wir müssen den jetzt nochmal bauen. Ach, ist doch scheiße. Man kann da wechseln. Okay. Bücherregal. Ah, okay. Weil ich vorhin R gedrückt habe, weil ich nicht wusste, wo hier vorne und hinten ist. Na cool. Da haben wir doch schon mal das erste Zeug. Dann hauen wir hier schon mal Pelz rein. Das rein. Und hier drüben Baumaterialien. Werkbank brauchen wir jetzt. Werkbank, wo bist du? Da. Leder, Leder haben wir noch da. Metallbarren, 5 Stück. Holz, 30. Stein, 50. Also, Holz. Stein müssen wir nochmal holen. Metallbarren haben wir. Und hier läuft doch aber... Ne, hier läuft doch aber auch schon Zeug durch. Ne? Ja, geil, guck mal. Das funktioniert. Was wollte ich? Steine. Ah, da können wir gleich oben Steine holen. Wir holen nochmal Metall. Achso, warte mal. Wieso bin ich denn immer noch so schwer? Habe ich hier noch irgendwas? Ah ja, guck mal. Das ganze Narkomittel und so können wir mal raushauen. Und die ganze Kacke hier. Lasse ich das noch mal ganz kurz hier. Das ist klar, Leute. Mittagsschlaf oder Content? Na, beides ist cool. Es gibt ja so Streamer, die filmen sich beim Schlafen. Und die Leute gucken sich das an. Finde ich irgendwie lustig. Egal, wir haben eine komplette Eisenrüstung, wir haben eine Armbrust, wir sind jetzt eigentlich richtig gut drauf. Wir haben Narkosemittel. Wo war denn jetzt hier? Ja. Da muss man auch mal ein bisschen laufen. Krass, hier kommt ja nur Eisen raus. Doch, jetzt kam mal ein Stein raus. Ein Stein. Sich beim Schlafen zu streamen ist dämlich. Kai, grüß dich. Hi. So, man sieht halt hier nicht so viel, weil das Gestrüppe so krass ist. Ja.
Ja. Was haben wir hier? Ist das auch Eisen? Ja. Also mit Eisen sind wir schon mal gut versorgt, Leute. Ja, ja, das mit dem Anki machen wir alles später. Alles Schritt für Schritt, Leute. Kein Stress, wir müssen erstmal... Ne, das ist jetzt das Falsche. Hier musst du wieder die Dings nehmen. Wir müssen erstmal ankommen und so die grundsätzlichen Sachen machen. Den Anki holen wir uns dann noch. Ups. Was sind denn 20 Meter? Das sind 20 Meter von mir. Ich habe noch kein Bett. Oh, zum Glück habe ich die Gesundheit einfach so hoch geskillt. Sonst wären wir jetzt tot. Gut, wir holen uns nochmal Stein. Was brauchten wir denn jetzt nochmal Stein? Para, Angi und einen Flieger. Ja, das mit den Flieger ist so eine... Oh nein, oh nein. Okay. Kurzer Ausdauercheck. Hauptsache, der kloppt jetzt nicht unsere Hütte, der Idiot. Doch, macht er. Oh nein, Leute. Es ist doch scheiße, ey. Der zerkloppt uns jetzt die ganze Hütte, der Vollidiot. Suchst du Stress? Hau ab! Ich hab deinen Vater getötet. Scheiße! Wie kann ich denn das wieder reparieren? Das Thema hatten wir vorhin schon mal. So, Leder haben wir schon mal genug. Ja, Lagerfeuer haben wir noch nicht. Das müssen wir dann mal machen. Geh zu dem Kind und hol es dir. Und dann? Wo ist denn das Kind? Ich sehe es nicht. Wo ist denn das Kind? Ganz traurig weggerannt. Ah, ist es. Brutus nennen wir dich. Hallo, ich möchte ein R kaufen. So, annehmen. Der gehört jetzt mir, Level 3. Was frisst denn der? Was kriegt denn der? Mini Jigsaw, grüße dich. Vor die Wand, bis E drücken auftaucht, da ist dann auch ein Menüpunkt Struktur reparieren. Coole Sache, danke für den Tipp. Blattfuß, grüße dich. So. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt hier kräftig Schaden angerichtet? Ist unser Schmelzofen noch da? Ja, das ist noch da. So, dann gucken wir mal. Holz vor Aufheben. Ne, das hat ja gar keinen Schaden abgekriegt. E halten. Ne, 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 nicht abreißen. Fehlendes Material. Ah, da fehlt uns jetzt einfach Material. Stroh, Holz, Fasern bräuchte man, um das zu reparieren. Aber gut, die Hütte steht ja noch. Das kann ich ja dann mal offscreen machen. Wo sind jetzt eigentlich dieses Brutus? Da, der Brutus, da. Hier noch genug Holz drin? Nö.
Gar kein Holz drin, ne? Wartet mal. Haben wir hier noch Holz? Ja. Ah ja, die Werkbank wollten wir bauen. Leder haben wir jetzt zum Glück genug. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach, das ist Brutus. Wie bist denn du so schnell gewachsen, du Arsch? Was kriegst du denn überhaupt für... Du willst doch bestimmt Bärchen essen oder sowas, ne? Warte, ich hol dir mal... Oh, hau ab, du Blödmann. Ich hol dir mal was. Ich hol dir mal schnell Bärchen. Steht er da in meiner Hütte drin? Ach so, der folgt mir ja, ne? Scheiße, wartet mal. Nee. Bleib mal... Was war's? Q oder U? U. Bleibst mal schön da. Der ist aber schnell gewachsen. Arc 2 ist angekündigt, kommt aber erst 2025, schätze ich mal. Eher wird das nichts. So, mal kurz mein Para holen und dort ein paar Mio-Bären farmen und dem Brondo in den Rachen stecken. Wie viele Bären isst denn der Brutus so am Tag? Bestimmt nur eine. Der ist auf Diät. Okay. Schön geschissen. So, da haben wir schon mal unsere Dinos hier rumstehen. Wartet mal, da sind sie. Komm her, Großer. Wo ist denn deine Hitbox? Zack. Frisst du das? Ah ja, der frisst. Sehr gut. Werkbank. Werkbank. Was fehlt uns? Metallbarren haben wir da, Leder haben wir und Holz haben wir. Zack. Leder. Die baue ich jetzt direkt hier hin. Ein Bett müssen wir auch noch bauen, ne? Was brauchte man fürs Bettchen? Fasern, Stroh. Gut, nochmal ganz schnell Stroh farmen. Obwohl die Werkbank ist eigentlich sinnvoll, die neben den Schrank zu bauen, ne? Komm mal, wie war's? Holt. Ja, perfekt. Dann leuchtet die auch schön, weil die Fackel da drin steht. Das ist doch schon mal super. Das hier rüber. Uns fehlt eigentlich nur noch der Helm, ne? Fasern und Leder. Geil! Dann haben wir eine komplette Metallrüstung. So. Guckt's euch an. Rüstung 500. Wie speichern? Fotomodus? Ah ja. Na cool. Na cool, Leute. Das hauen wir hier rüber. Dann machen wir gleich noch Gammelfleisch. Ja, jetzt geht's langsam los. Ein Bettchen wollten wir bauen, ne? Einmal Bett. Das ist nett. Leder, Stroh, Fasern. Fasern brauchen wir. Jetzt bin ich Lord Helmchen. Offiziell bin ich jetzt Lord Helmchen. Ein
dann müssen wir ja bald schon anfangen, Kristall und sowas zu finden, zu suchen. Wer findet, der sucht. Ne, andersrum. Gut, das braucht einen Sattel. Ja, später. Guck mal, die Petra dort, die hängt fest. Wir gucken gleich mal, was sie für ein Level hat. Was braucht ein Petras jetzt nochmal? Fisch oder Fleisch? Ganz normales Fleisch? Mensch, der hat auch einen Bärenhunger. Was macht man denn so einem Bronto? Auf Gesundheit? Auf Schaden? Was kann denn der eigentlich? Kann nur dumm rumstehen, ne? So Mörser und Stößel. Hier läuft alles soweit schon mal durch, ne? 18 Metallbarren haben wir schon. Geil. Gut, ich hole mir jetzt mal die Petra. Kommt dort nämlich nicht weg. Die hängt dort fest. Level 3. Fleisch. Naja, es wird ein bisschen dauern. Lass ihn umherwandern und Material sammeln. Wie mache ich das? Tracking-Info. Ernteeinstellung. Deaktivierer. Ernteeinstellung. Ups. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Der Flugsaurier braucht doch Fisch. Also doch. Hol mal Fisch. Ah, ist ein Fisch. Wir müssen uns dann auch mal die Metallpieke machen. Und da, wo man Folgen einstellt, kann man auf Wandern stellen. Aber dann rennt er ja hier die ganze Zeit da rum. Der Brutus. Der Brutus von Borg. So, ich hole schon mal Narkosemittel, ne? Meint ihr Narkosemittel oder lieber Narkobären? Was ist denn da besser, wenn man so eine Zähmengeschichte macht? Dieses Unkraut hier in meinem Zimmer, das stört mich. Ja, komm, 30 reichen. Ich laufe bei dir asynchron. ...97,5% mit rohem Fleisch. Okay. Warte mal. Wir frieren halt die ganze Zeit in dieser Rüstung. Das gäbe ich nicht für eine Chitin-Rüstung. Wo steht denn das mit dieser Effektivität?
Seit nur Stufe 3, ne? Aber es wäre ein Anfang. Bin ich bei anderen auch asynchron? Das dauert halt immer ewig, die zu zähmen. Aber bis seine Nahrung fast auf Null geht, das wird dauern. Guck mal, die ist ja komplett voll noch. Alles klar, Leute. Naja, ein bisschen hat er ja noch. Warte mal, ich versuche mal den Typen hier. Wandern. Ernteeinstellungen, Befehlsgruppen ändern. Naja, das ist auch nicht das Richtige. Verhalten. Aktiviere Wandern. Der jetzt wandert er jetzt? Ah, guck mal, 72,5. Jetzt wandert er. Effektivität 99,7. Der frisst bei 1160. Okay. Aber Prime Filet ist besser. Werbung gucken ist gut, Frank. Das ist die beste Unterstützung, die du mir bieten kannst. Bei einem Level 3 Para braucht man keine Wissenschaft, um Effektivität machen. Ja, das stimmt. Jetzt packt der Beutel den Beatmatz aus. Psst. Bleibt unter uns. Aber sammelt er jetzt auch automatisch, wenn der auf Wandern ist? Zeig mal her, zeig mal dein Inventar. Nö, der macht einen Scheiß. Und es nervt mich, dass der dann hier die ganze Zeit rumtrampelt. Das werden wir gleich wieder beenden. Warte mal, wie kriege ich den jetzt wieder auf? Einfach so, ne? Gut. Nee, er wandert immer noch. Scheiße. Verhalten. Wandern deaktivieren. Genau, bleib da stehen. Steck deinen Kopf dort in den Fels. Bleib einfach hier stehen. Genau. Jetzt hört er nicht mehr auf. Er hört nicht auf mit Wandern. Scheiße, Leute. Jetzt. Gut. Ja, bleibt genau so stehen. Kilo. Ach, sammeln muss man extra einschalten. Nee, ich will nicht, dass der die ganze Zeit hier rumtrampelt. Der soll einfach nur als
dort schön dastehen. Mehr soll er nicht machen. So, wann frisst er? Bei 1000... Was hast du geschrieben, Wutknubbel? Bei 1160. Und das wird noch dauern. Ich glaube, den müssen wir nochmal hier ins Nei ballern. Der ist nicht der Para-Holger, das ist hier dieser Vogel. Der schnauft so. kleines Beispiel. Level 1 Flugdino ist gleich 3 Filets bis zur Zähmung. Level 30 ist gleich 5 Filets. Level 150 17 Filets. Aha. Aber der hat ja jetzt bloß zweimal Fisch gegessen. Was ist da los? Der ist Level 3 und hat zweimal Fisch gegessen. Verstehe ich nicht. Ja, hier sind keine Feinde zum Glück. So, den nennen wir Peter. Also Peter hat zweimal Fisch gegessen und war gezähmt. Du bleibst schön da stehen, du gehst mir sonst hart auf den Sack. Wir bleiben einfach alle schön stehen, ne? Para, du musst mir nochmal ein paar Mios rausgeben für den... Hast du hier noch welche? Hast du selber noch welche? Ja, du hast ja auch noch ein paar. Der Große hier, der frisst zu viel. Ja, kannst du loslegen. Bitteschön. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder. Wir haben jetzt einen Flugsaurier. Für den brauchen wir jetzt einen Sattel. Herstellung. Da ist er. 230 Leder. Chitin. Nee. Wir haben weder Chitin noch so viel Leder. Also so viel Leder könnte man vielleicht auftreiben, aber... Wieso braucht denn der so viel, dieser Sattel? Mensch, Peter. Bleib schön da sitzen. So, okay. Also Metall läuft durch. Wir machen uns jetzt erstmal eine Metallpike. 37 Barren. Ne, Metall läuft nicht durch, weil hier schon wieder das Holz fehlt. Die Bären sind bei dem Dicken egal. Und Twikes, Stegos und Schildkröten. Na, da haben wir doch eine Mission. Aber vorher bauen wir uns ein Bett. Ah ja, und immer mal wieder speichern. Was wollte ich jetzt? Genau, Engramme, Pike. Da ist er. Ach, die haben wir schon freigeschaltet. Na, dann bau sie doch einfach. Nahkampf. Holz. Ja, wir müssen nochmal Holz holen. Holz, Holz, Holz. Ja, die Metallrüstung, wie das klingt. Schon irgendwie lustig. Dann haben wir gleich eine Mission. Trikes killen. Und dann geben wir den auf Gewicht und Ausdauer braucht der, ne? Der Vogel. Hulz, Hulz, Hulz. Klapper, klapper. Das ist so geil. Palmenblätter, die am Boden liegen, geben Holz und Stroh. Weiß ich nicht. Meinst du hier, dieses Gestrüppe hier?
Tatsächlich, gibt ein bisschen Holz, ja. Aber das dauert halt. Außerdem sammelt er dann die ganze Zeit Bären. Ich will mein Inventar nicht immer so zumüllen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ein Bett bauen, ne? Das war jetzt erstmal wichtig. Fasern, Leder. Fasern, Leder. Wo haben wir denn eigentlich vorhin das andere Leder gelassen? Wir haben doch den Pronto vorhin. Das ist schon wieder alles weg. Da, da haben wir das Bettchen. Was brauchen wir denn eigentlich für dieses Fernglas? Kristall. Ja. Gut. Okay, Bettchen. Machen wir hier hinten in die Ecke. Diese Pflanze hier, die nervt mich. Ich krieg die auch nicht gepackt. Von außen ist sie ja hier gar nicht. Die Rüstung schimmelt. Was, meine Rüstung? Ja, ist so dieser neumodische Glanzeffekt. Unreal Engine 5, ne? Das muss so aussehen, Leute. Ich krieg dieses scheiß Blattwerk hier nicht weg. Huch, das wollte ich nicht. Nee. Krieg ich nicht weg. Ist halt hier, ne? Ja, egal, ist auch irgendwie. Irgendwie hat's ja was. Schön. Schön. Ökomäßig. Was wollte ich jetzt? Gehen wir Trikes schießen. Trikes und Paras. Ne, nicht Paras. Was hast denn du für ein Level? Krieg ich dich hin? Level 12. Also ich gehe mal lieber ein bisschen von meiner Hütte weg. Nimm den Para, um die Pflanze wegzumachen. Meinst du, das geht? Zumindest nimmt er irgendwas weg da drinne. Mensch, es geht ja ab hier mit dir. Naja, freu dich woanders. Zeig mal her. Ah, guck mal, hier ist aber noch was. Warte mal, Para, wir müssen mal hier rein ins Haus. Kannst du hier rein? Ja, naja, nicht so ganz, ne? Ah, gucke hier. So, jetzt müsste doch das Haus sauber sein hier drinnen. Oder? Zeig mal her, das Zeugnis. Naja, das Gefutzel hier in der Mitte noch, aber das ist egal. Das lassen wir so. Ach, ich habe immer noch nicht die Pike gemacht. Ah, ist der erste Stego. Wir gucken mal, ob der alleine ist.
Kann ich den eigentlich? Schade. Oh, das geht. Bist du wütend? Wir haben den Megadonlon gekillt, Leute! Wuhu! Yeah, Mann! Gib mir alles! Kommt da nur so ein Filet raus, oder was? Naja, da haben wir wenigstens... Okay. Zum Glück habe ich so viel Gesundheit. Aua! Mach mir nicht meine Rüstung kaputt, du Blödmann. Okay. Ja, man muss auch mal was riskieren, ne? Was kam denn jetzt hier raus? Rohes Fischfilet. Mhm. Stego. Sorry, Leute. Das musste jetzt mal sein. Ah, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Zeig mal her. Du bist Level 2. Level 2 kriegt man hin. Okay. Was ist denn da jetzt besser? Die Axt oder die Pike? Ist wahrscheinlich egal, ne? Den Bass hast du noch nie gehört. Hier ist ein Brondo. Brondo wollen wir jetzt nicht. Aber was haben wir da jetzt rausgeholt? Ein Keratin. Ist nicht so viel. Sorry Leute, aber ich glaube, ich werde auch langsam krank. Na, ich will Kreatin. Fleisch haben wir ja ohne Ende. Wieso sind denn hier jetzt keine Stegos? Da habe ich nur eins. Da ist einer. Krieg ich den von hier angeschossen? Ja, nicht ganz, ne? Jetzt komm doch. Ich weiß nicht, wie hoch man da immer zielen muss. Mit der Armbrust. Man sieht es halt nicht. Man sieht den Pfeil nicht fliegen. Jetzt. Scheiße! Renne, du Blödmann! Hör auf, deine scheiß Waffe zu laden! Mit der Axt, sagt ihr, okay? Nö, kommt gar nichts raus. Da kam jetzt nicht ein Keratin raus, Leute. Insekten töten. Hier gibt es keine Insekten.
Also, hier auf der Insel, meinte ich. Probier jetzt nochmal die Pike. Da kommt was raus. Da kamen jetzt wenigstens 3 Stück raus. Aber für diesen Sattel, da brauchte ich ja unendlich viel, ne? Okay, mit der Spitzhacke kommt wenigstens ein bisschen was raus. Ich guck nochmal ganz kurz. Herstellung. 75, ich habe gerade mal 5. Und hier gibt es halt leider keine Insekten, Leute. Also wir könnten dann höchstens mal wieder rüber machen. Auf die Hauptinsel und dort Insekten suchen. Säbelzahntiger. Gut, ich gebe jetzt mal der Petra, dem Peter, ein bisschen Fleisch. Töte die Trilobiten. Was sind denn Trilobiten? Und wo finde ich die? Ja, kannst du alles haben. Ja, kriegst du was Ordentliches. Okay, also Gewicht. Und Ausdauer macht bei dem Sinn, ne? Gewicht und Ausdauer. Achso, und ich habe auch ein neues Level. Na, pass auf, wir können höchstens da mit dem Floß rüberfahren. Rüstung ist ja jetzt erstmal okay. Wir machen uns dann eine Pike. Ein paar Piken. Hey, du kackst mir auf den Kopf, Alter. Dann werde ich ungemütlich. Waffen. Holz. Ach, deswegen war ich vorhin Holz holen, ne? Scheiße. Müssen wir nochmal Holz holen. Dann gehe ich mal ganz kurz auf Toilette. Nur ein schnelles Päuschen. Was sind denn Trilobiten? Diese Käfer, die am Strand rumliegen. Nee, die geben gar nichts, diese Käfer. Habe ich versucht. Meinst du, das, was da so immer auf dem Boden rumkraucht, ne? Nee, die geben gar nichts. Die kann man nicht abbauen. Dann müssen wir rüber und Libellen suchen. Aber ja, dort wo ich jetzt war, wo wir halt im letzten Stream Libellen gefunden hatten, waren keine mehr da. Da spawnen nur noch Terries. Zwei Stück kommen da noch raus. Was fehlt da? Echt? Die brauchen so viel Metallbarren. Na, 3 will ich wenigstens haben. Okay, dann müssen wir halt dann nochmal Eisen farmen später. 3 will ich wenigstens haben. Ah, jetzt fehlt wieder Leder. Ist alles so teuer? War das schon immer so teuer, dieses ganze Zeug? In der alten Werkbank habe ich auch noch was. Ja, wir können ja dann nochmal gucken gehen. So, passt auf, dann lassen wir das hier alles da. Das ist egal, das gammelt uns dann eh weg. Passt auf, dann gehe ich mal ganz schnell auf Toilette. Das ist übrigens geil, dass wir hier schon mal ein bisschen Pelz haben. Gehe ich mal schnell auf Toilette und dann schwimmen wir nochmal rüber und suchen Insekten.
da, Freunde. Okay. Durch den Kopfhörer rausgeruppt hier. Verdammt, nicht normal. Speichern müssen wir auch mal wieder, ne? War genau jetzt. So, die Piken haben wir da. 3 Stück müssen reichen. Ach, der kann die gar nicht stacken, oder was? Na gut, dann machen wir es so. Okay. Ich repariere mal ganz kurz das Zeug hier durch. Ich weiß, das ist jetzt Verschwendung, aber es ist mir gerade wurscht. Die Armbrust vor allen Dingen. Was sind das für Geräusche? Ich habe Angst. Wer macht da so komische Geräusche? So, Armbrust haben wir. Los geht's. Na, ich gucke mal, ob hier irgendwo so ein Viechen ist. Am Strand. Also bisher konnte ich keins von denen abbauen. Das ist hier natürlich keins. Warte mal, hier hinten bei den Megadonnern war doch vorne was, ne? Oh. Nö. Jetzt finden wir keins. Ja, scheiß drauf. Lass mal rüber schwimmen. Vielleicht finden wir drüben was. Hauptsache der Wal zerkloppt unser Floß nicht. Also, wir haben eine gute Rüstung. Eine relativ gute. Geht natürlich wahrscheinlich noch besser. Gesundheit ist eh gerade richtig geil. Es wird schon irgendwie. Und irgendwo dort war doch Kristall, ne? Kann ich das irgendwie anschubsen, das Floß? Ging das? Waren, abreisen, Optionen, Segel einholen, Namen ändern, Floß freilassen. Nee. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's, Leute. Megadonlon. Oh, da ist auch was Blaues. Das holen wir uns gleich. Hauptsache der Wal kommt nicht. Ja, und dann können wir ja im nächsten Stream mal anfangen, Raubtiere zu zähmen. Wie Terris und sowas. Da hätte ich Bock drauf. Beziehungsweise, wenn wir dann unseren Flugsaurier haben. Können wir ja dann auch mal ein bisschen das Gelände erforschen. So, ist hier irgendwas Böses? Ich sehe gerade nichts Böses. Was für ein Wal. Na, hier angeblich kommt hier ein Wal, wenn man zu lange auf dem Floß ist. Guckt mal. Ein Igadun-Sattel. Was ist das hier? Seife. Das ist was Feines. Seltene Blume. Kann man die denn auseinandernehmen und kriegt vielleicht da Chitin raus? Geht das? Wartet mal. Nee. Leider nicht. Hallo? Wie komme ich denn aus dem Menü raus? So, passt auf. Wir suchen mal hier. Wir gehen mal in die Richtung. Armbrust nehmen wir uns. Falls hier irgendwie ein bösartiges Tier kommt. Vielleicht sogar noch Bolas auf die. Wo sind denn die? Da. Wenn es irgendeine Raptor-Stress macht.
Der Igadun ist cool. Holt ihr einen Frosch aus dem Sumpf? Ich brauche aber jetzt das Kreatin. Ich will nicht erst irgendwie... Keratin. Ich will nicht erst irgendwelche komischen Dinos zähmen müssen. Also ich sehe jetzt weder diese Kunden da. Wenn du es brauchst, findest du nichts, ne? So ist das bei Ark. Wenn du es nicht brauchst, dann flattert es überall rum. Gibt es keine Insekten, nix. Scheiße, Leute. Den Sumpf überlebt Beutel nicht. Nee, nee. Das wird er wirklich nicht überleben. Ja, wir müssen uns Schritt für Schritt... Ich bin ja, wie gesagt, kein Ark-Profi. Manch andere Leute hätten jetzt wahrscheinlich schon sämtliche Tiere gezähmt und... So, komm mal her, du Arsch. Aha. So einer bist du also. Vergiftest mich. Warum gibt es hier keine Insekten? Ja, du lachst mich schon aus, ne? Weil wir hier nichts finden. Hier ist eine übelste Pronto-Party. Ah, Insekten. Jetzt dürfen wir bloß nicht aus Versehen den Pronto-Dings treffen, den Pronto-Schwanz. Oh, da kommen richtig viele Insekten. Geil. Na, immerhin. 24 haben wir schon mal. Das war doch schon mal ganz gut. 30 Stück. 75 braucht man, ne? Mero, haben wir vorhin probiert. Das Keratin. Aus dem einen Stego kam nichts raus. Aus dem anderen Stego kamen 3 raus. Und ich brauche 75. Also, weit kommen wir damit nicht. Haben die denn eigentlich sowas? Brauchen mehr Insekten. Und ich habe Angst, hier weiter vorzugehen. Kriegt man doch bestimmt gleich auf den Sack. Oh, guck, da ist so ein kleiner Affe. Die musste man da auch irgendwie füttern, ne? Und dann hat man die auf der Schulter. So, das war's aber auch schon wieder mit Insekten. Es dauert 100 Jahre für 200 Keratin, ja. Auf jeden Fall. Naja, wenn du hier irgendwo Insekten hast, geht's ja eigentlich. Ich meine, das eine Mal hatten wir ja komplett alles für eine Chitin-Rüstung. Aber hier gibt's keine mehr. Oh, ne, 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 ne. Das sind so komische Geräusche, Leute. Das ist mir nichts. Dann gucke ich lieber nochmal an. Oh, okay. Der rennt vor irgendwas weg. Nur vor was rennt er weg? Zähe Biester, die Dödis. Jetzt wird es natürlich gleich Nacht. Und
laufen wir mal in die andere Richtung. Wir können ja aus der Werkbank... Genau, wir holen aus der Werkbank noch das restliche Keratin. Und vielleicht finden wir ja hier so einen Kopffüßler. Heißen die so? Ey, sonst habe ich die immer gesehen, ne? Wie die am Strand rumkrabbelten. Plötzlich ist keine... keine Sau mehr hier. Nur Dodos. Aber Dodos töte ich heute nicht. Oh, jetzt wird's finster. Obwohl, eigentlich geht's, ne? Mit dem Mond, mit dem Vollmond ist schön hell. Ja, ja. Du kleiner Dodo-Mann. Terry gibt auch Keratin, okay. Ich glaube, wenn du mit Raptoren farmst, ist es so, dass sie nur das Fleisch rausholen aus dem Körper. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Da, guckt. Da ist einer. So, passt auf. Jetzt gehe ich da mit der Spitzhacke. Ah, doch. Plötzlich geht's. Ihr habt recht. Ach, geil. Da ging das nur mit der Axt nicht. Mit der Spitzhacke geht's tatsächlich. Danke, Leute. Dann haben wir es ja gleich zusammen, das Zeug. Ich guck nochmal, wie viel haben wir jetzt? 67. Na, ein so ein Tier noch und dann haben wir es zusammen. Und dann können wir im nächsten Stream mit Peter einen kleinen Ausflug machen. Ja. Also hier nochmal als Beweis mit der Axt. Hä, plötzlich geht's. Ach, vielleicht ging das nur mit der Steinaxt nicht? Kann das vielleicht sein? Hab's halt noch nie mit einer mit Metallwerkzeug probiert. Aber wir haben jetzt alles zusammen, ne? 102. Gleich mal speichern. Christian, grüße dich. Feierabend, Bier im Kopf um die Zeit. Das ist ganz schön früh. Aber ja, der frühe Vogel schluckt. Ich hole jetzt trotzdem noch das Restliche vom alten Zuhause. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass hier irgendwas kommt, was nicht so geil ist. Ja, ja, Dodo. Dir geht's gut. Unbeschadet gackerst du hier vor dir hin. Ja, ja, ja. Wo ist denn eigentlich meine Hütte? Ich finde sie nicht mehr wieder. Hier. Kein Feind in der Nähe? Das wundert mich. Das wundert mich, Leute. Gut. Narkosi. Nehmen wir mit rüber. War ja sonst noch was wichtig? Hier. Da haben wir das. Hier können wir auch nochmal das Leder mitnehmen. Obwohl, Leder haben wir ja eigentlich... Kommen wir ja jetzt hier immer gut an Leder ran, ne? Auf unserer neuen Insel. Was haben wir hier nochmal? Einen Parasattel. Hier, guckt mal. Diese Kralle habe ich bekommen von dem Alpha-Raptor. Da haben wir 16... Dingsi-Bumsi. Hier nochmal. Leder. Ja, gut. Mehr brauchen wir nicht. Ab geht's, Leute. Ab hinüber zum Floß. Dann schwimmen wir rüber.
Kleiner Brand, ne? Ich kann das gut nachvollziehen. Das ist... Manchmal kann man auch schon mittags mal so ein schnelles Bier reinwürgen. Was war das? Wenn man Durst hat. Wie kriege ich denn eigentlich diese Todesnachricht hier weg? Die taucht halt immer wieder auf. Jetzt ist sie kurz weg, ne? Bau den Sattel doch gleich. Da weiß ich nicht, ob ich alles zusammen habe. Warte mal, Herstellung. Ne, wahrscheinlich nicht. Da ist er. Fasern, 125. Na gut, die hätten wir ja jetzt noch schnell. Na komm, wir holen sie schnell. Gib mir alles. Jetzt? Hier, bei dem geht's schon wieder nicht. Hier, so. Das meinte ich. Und hier, wenn ich in der Hocke bin, kann er nicht schlagen. Warum auch immer. Gibt's hier noch eine andere Hocke? Die. Genau, das meinte ich hier, Leute. Das geht halt manchmal nicht. Also lag es doch nicht am Werkzeug, sondern das ist irgendwie ein Bug. Toller Bug. Ja. Sag ich. Sag ich ja. Herstellung. Da. Ist das so richtig, ja? Peter Sattel. Der Sattel von Peter. Und wir können fliegen später. Und jetzt speichern. Das schmeckt. Dann lass dich schmecken, Christian. Das klingt super. Haben wir jetzt trotzdem noch ein bisschen was übrig? Ja, hier hätten wir nochmal 40 Chitin haben wir noch und das Keratin haben wir auch. Na, läuft doch. Sind wir heute schon einmal gestorben? Nee. Ist gut. Aber kann ich jetzt? Nö. Diese komischen Vögel, die machen mich immer sehr nervös. Da vorne ist unser Floß. Mettbrötchen und ein Bierchen. Das ist was Feines. Da freut sich die Leber. Okay. Da ist es. Abmarsch, Leute. Abfahrt. Geht einfach drauf hier. Rückwärtsgang. Der kann halt irgendwie nicht rückwärts, der Idiot. Und dann rüsten wir mal den Peter aus und dann fliegen wir mal eine Runde. Ein belegtes Brot mit Schinken und eins mit Ei, ne? Und das sind halt zwei belegte Brote. Eins mit Schinken und eins mit Ei. So ein Quatsch. Peter, wir kommen. Die Insel haben die auch ein wenig verändert. Das weiß ich nicht. Halt schon zu lange her, um das beurteilen zu können. Was bist denn du? Okay. Der ist ja schon Stufe 11.
Peter. Hier, kriegst du einen Sattel. Guck. Warte, ich mach mich mal kurz leer. Sonst bist du gleich überladen. Und ich muss unbedingt darauf achten, es wird sowieso passieren, nicht E zu drücken, während ich fliege. Nicht E drücken, Beutel. Nicht E drücken, Beutel. Es wird eh passieren. Es wird passieren, Leute. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Perlen haben wir schon. Nee. Was heißt das? Nee, zwei Punkte. Ach, das Gewicht. Quatsch, das kommt nicht hier rein. Ansonsten. Das hier rüber, das hier rüber. Sorry, Leute, dass ich das hier jetzt mal gerade rausschmeiße, aber. Ich weiß, das macht man nicht. Das ist Verschwendung. Zack. Seife. So, hier hattet ihr gesagt, das lieber um die Dinos tun. Dann hält's länger. Haben wir gemacht. Alle 50 Tiere zu sich pfeifen. Ja, das ist immer geil. Vor allem, wenn du im Multiplayer bist. Ja, gucke. Das gibst du mal, ja? Also, Ausdauer und Gewicht. Und nicht E drücken. Keinen Fall E drücken. Naja, guck mal, die Ausdauer. Ja, das müssen wir alles noch ein bisschen leveln. Wie kann ich den denn am besten leveln, Leute? Kann der irgendwas zerhacken? Dreimal E drücken. Ja, Orgies. Wie levelt man den am besten? Ja, nee, Ausdauergewicht ist mir klar. Nee, wie, was weiß ich, einen Para levelst du, indem du Unkraut zerhackst. Also indem du mit dem Rasenmäher spielst. Aber wie levelt man denn so ein Flugtier? Drück mal C, wenn du fliegst. Was passiert da? Alter, wie geil ist denn ditte? Aber dann ist ja gleich seine Ausdauer runter. Was ist ein Landen? Ah ja, Leertaste, okay. Ich probiere mal mit dem vielleicht hier so ein Tier zu erlegen. Dodos töten. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Gewicht. Bäume hacken? Meinst du, es geht? Wir probieren es. Okay. Aber hat er da noch Holz im Inventar? Nee. Schade. Okay, wir suchen uns mal noch Opfer. Was ist das da? Oder mal so ein Bronto. Boah, guckt mal, hier ein Riesenei. Ach krass, der hat ja hier dieses rohe Filet. So, schmeiß das mal raus. Damit du ein bisschen Gewicht bekommst. Explorer-Noten, dann Dinos töten. Weiß denn jemand, ob hier eine auf der Insel ist?
Ah, einen Lystro haben wir aber nicht hier in der Nähe. Also ich habe zumindest keinen gesehen. Ei aufheben und Richtung Meer fliegen? Sonst jagen dich die Brondos? Warum das? Hier sind zwei. Echt? Aber Leute, es ist jetzt 15 Uhr. Das müssen wir dann im nächsten Stream machen. Aber den hier machen wir mal noch. Warte mal, mal gucken. Okay, er sammelt halt auch Fell. Er sammelt nicht nur Fleisch. Sehr gut. Dann einmal C drücken. Geil. Leute, das fetzt. Das ist richtig nice. Dann einmal landen. Einmal U drücken. Na geil, Leute. Da haben wir doch heute schon viel geschafft. Dann können wir uns... Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge mal Explorer Notes nutzen. Neben morgen Abend streame ich auf Twitch, aber das wird ein Überraschungsgeburtstagsstream für Glocki. am Montag gibt es wieder Ark, Leute. Dann vielen, vielen Dank für eure ganzen Likes und dass ihr mir immer so schön helft. Ich bin ja immer so verpeilt. Dann genießt das Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt es genießen bei dem ganzen Regen. Und wir sehen uns dann, was Ark angeht, am Montagabend wieder. Ansonsten, wer morgen Bock hat, guckt mal auf Twitch vorbei. Und ja. Vielen Dank, Leute. Hat Spaß gemacht. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und speichern nicht vergessen. Brettchen, Grüße. So.